So, es ist schon Zeit für den zweiten Wochenrückblick. Wir haben schon 2 Wochen Digi-Fernunterricht hinter uns. Und ich möchte auch diese Woche kurz so ein bisschen persönlich von meiner Woche erzählen. Das hat auch einiges mit diesem Kanal zu tun, aber auch mit meinen Erfahrungen im Unterricht. Zunächst hat sich das Kanalbild etwas gewandelt. So hat das noch ausgesehen diese Woche. Also mit meinem Bild ganz prominent und dann die ganzen Folgen. Mittlerweile sind schon über 30 geworden und seit heute sieht das jetzt so aus. Also ich habe neues Logo gekriegt, kriegen müssen, machen lassen. Und zwar möchte ich kurz darauf hinweisen, dass es von Elite Lena Design gemacht worden ist. Ich habe diese Designerin über Fiverr kennengelernt, mit ihr jetzt zusammengearbeitet. Sie hat sehr prompt diese Aufträge erledigt und kann sie weiterempfehlen für solche wirklich gezeichneten Grafiken, wie das jetzt hier vorgekommen ist oder wie ich sie hier als Logo benutze. Das waren dann auch so ein bisschen meine Tiefpunkte, dass ich das Foto nicht mehr benutzen konnte oder nicht mehr benutzen kann. Ein paar andere Dinge, die ich jetzt nicht detailliert besprechen möchte. Und das hält mich aber nicht davon ab. Es ist mehr so ein bisschen die Rückkehr der Normalität. Also das Leben geht weiter, auch wenn wir nicht mehr viel tun können als zu Hause arbeiten, uns zu Hause erholen, zu Hause Homeschooling machen mit den Kindern. Dennoch hat das Leben nicht aufgehört und da kommen halt auch negative Dinge auf uns zu, die wir irgendwie bearbeiten, verarbeiten, überwinden müssen. Und das war jetzt diese Woche spürbar, aber es gibt wie für alles auch Lösungen. Und dazu gehört auch, dass ich jetzt ein schönes neues Profilbild und ein schönes Logo für Digi-Fernunterricht habe. Der Unterricht läuft. Das heißt, eigentlich hat sich schon so eine gewisse Normalität etabliert. Es ist eigentlich klar, wie Unterrichtsphasen ablaufen können, welche Arbeitsformen wir jetzt gewählt haben. Die Schülerinnen und Schüler müssen nicht bei allem nachfragen, sondern ich kann mich darauf verlassen, dass sie verstehen, wie ich gerne unterrichten würde, wie sie lernen können und dass das so eine gewisse Harmonie ergibt, die dann auch vieles einfacher macht. Es ist ein bisschen ähnlich, wie wenn man neue Klassen bekommt nach dem Sommer und dann braucht es eine Weile, bis sich die Kultur entwickelt hat, die man gerne haben möchte oder die auch für die Klassen ein intensives Arbeiten ermöglichen. Und das hat sich jetzt so mit den Klassen, die ich doch schon ein bisschen länger kenne, auch wirklich so ergeben. Die einen brauchen mehr Touchpoints, mehr Videokonferenzen, mehr synchrone Präsenz und andere brauchen das vielleicht einmal in der Woche. Und auch da ist dann fast nur nötig, dass man sich mal Hallo sagt und merkt, wir sind alle irgendwie an denselben Themen dran. Es braucht gar nicht eine Beschulung von mir, weil da Projektlernen stattfindet. Und die Schülerinnen und Schüler bleiben Schülerinnen, das heißt, sie stören teilweise, sie sind nicht so motiviert, sie schieben die Aufträge heraus. Auf der anderen Seite, sie haben total kreative Ideen, sie sind fröhlich, sie unterstützen mich auch, sie fragen nach, wie es anderen geht, wie es mir geht. Also diese ganze Palette von Stimmungen und von Persönlichkeiten, die ist immer noch spürbar, auch wenn wir einfach alle vor dem Rechner und alle zu Hause in unseren Arbeitszimmern oder ja, improvisierten Arbeitszimmern uns befinden. Was mich diese Woche etwas angestrengt hat, ist das individuelle Feedback, das mir nötig scheint, um die Arbeit voranzubringen, weil es so an Settings fehlt, in denen eine Abstimmung leichter vorgenommen werden kann. Was ich damit meine, ist, im regulären Unterricht merken die Schülerinnen und Schüler oft, wo sie stehen. Also es braucht nicht mich, der sagt, irgendwie so ist nicht richtig, sondern indem wir Präsenzunterricht durchführen, wird allen klar, eigentlich habe ich das falsch gemacht oder ich habe es nicht ganz verstanden oder ich müsste irgendwie
schon ein bisschen weiter sein, als ich bin. Und das wird jetzt hier häufig ausgelagert an Feedback, das ich den einzelnen Schülerinnen und Schülern geben muss, auch geben möchte. Aber ich habe dann die Möglichkeit, das über Teams Chats zu machen oder Videofeedback zu erstellen. Und Videos aufnehmen ist etwas, was ich sehr, sehr oft mache. An Teams arbeiten und chatten ist ebenfalls etwas, was sehr, sehr oft vorkommt. Das heißt, dieses Feedback führt dann zu mehr gleicher Arbeit. Also meine Arbeit ist sehr monoton geworden. Ich sitze vor dem Rechner, manchmal spreche ich rein, manchmal tippe ich rein, aber eigentlich ist das Arbeit, wenn ich am Laptop sitze. Und Feedback führt dann zu mehr von dieser Arbeit, was sonst eigentlich Gespräche sind mit Schülerinnen und Schülern. Und so sinkt ein bisschen meine Motivation für die Arbeit am Rechner. Also das äußert sich dann immer so, dass ich so Ausweichstrategien habe oder dass ich einfach sehr lustlos diese Dinge angehe. Und da hoffe ich noch Wege zu finden, wie ich auch längere Phasen am Rechner motiviert und abwechslungsreich bewältigen kann. Zum Schluss ein ganz großes Highlight, das ist das viele Feedback, das ich auf dem Kanal bekomme, dass viele Menschen sagen, sie profitieren von diesen Videos, sie können was mitnehmen und ich heute jetzt auch diese erste Sketchnote von Beatrix Wiesdörfer bekommen habe, die eines meiner Videos, die Folge 7, angeschaut hat und dann zeichnerisch ihre Eindrücke hier festgehalten hat. Ich habe das auch unten am Video dann verlinkt, dass man sich das ansehen kann und so zu sehen, okay, ich nehme etwas, das waren jetzt die Gedanken von Rewind, ich gebe die weiter und die kommen an, dann nimmt sie jemand wieder mit. Diese Resonanz zu spüren, das ist unglaublich bereichernd und das gibt mir auch viel Energie, um am Ball zu bleiben. Danke fürs Zuschauen. Nächste Woche der nächste Wochenrückblick und wünsche allen gute Erholung übers Wochenende.